Willkommen zu einer neuen Runde 101 mit Noel Zocker. Hi. Ach, nice, wir haben sogar keinen Gegner. Das heißt, wir sind gleich in der nächsten Runde und schauen jetzt hinzu. Ja. Und wir sind jetzt hier im Turnier Schabo. Ich schau mir mal hier. Wir haben Eisenschwert, Angel, Bogen, Feuer, also für uns sind Ziel. Werfbarer Trank der Heilung, 2 Goldapfel, TNT, Spinnennetze und 4 Pfeile. Okay. Welches Team glaubst du wird gewinnen? Keine Ahnung, das kann man schwer entscheiden. Also, ich hatte in einem Turnier mitgemacht, das ich ja gerade platziert, das war ja so ein I3 vs 3 und ich war mal Einzelteam, bin 12 Mal ungefähr gestorben. Und erst in der 13. Runde bin ich dann ausgeschieden. Okay. Richtig komisch. Und außerdem habe ich, als ich einen Teammate dann hatte, habe ich meinen Teammate immer die ganze Zeit selbst gehittet, weil ich nicht wusste, in welchem Team ich bin. Weil ist mein Teammate immer durch mich gestorben. Lol. Okay. Ja, können wir irgendein Thema ansprechen oder so, während wir zuschauen? Hast du irgendein Thema, über das man reden kann? Eigentlich hätte ich nur ein Thema und das wäre, dass in 2 Stunden Varus startet. Echt? Weil das habe ich auch noch nicht bestätigt bekommen. Okay. Aber ich hoffe mal, es ist heute auch wirklich. Okay, dann lass mal gucken, jetzt sind wir dran, glaube ich. Nö, mein Kit wurde mit einer 1 und einer 2 bewertet. Okay, jetzt müssen wir uns die noch angucken und ja. Ey, mein Kit. Sind wir dann, Papa? Ja, mein Kit ist ja aber auch so übelst okay, Leute. Ich hab die ja schon mal gesehen. NXT Unreal und heftig gegen Evil Multi. Mhm. Weil der Trick, Leute, der Trick ist es immer raufgehen. Das heißt, egal wie viele Herzen ihr habt, immer raufgehen, die Gegner rennen weg, wenn sie denken, sie verlieren. Aber nicht machen gegen mich, weil sonst habe ich keine Taktik gegen euch. Ich hab schon meine eigene Taktik, aber. Naja. Boah, der wartet hier oben einfach. Und ich filme jetzt einfach die ganze Zeit. Schabo, müssen wir öffnen. Aber ein Team ist schon mal raus. Ja, und 10 Teams bleiben. Ich guck mal in den Turnierinfos. Ja, mach ich auch mal gleich. Okay. Wann wir endlich dran sind. Ach so, ja. Kichavo her. Ich glaube in einer Runde oder so. Länge der Quali, auch 4 Runden deshalb. Rundenablauf Best of 5. Deshalb dauert es so lange. Maximale Kampfzeit 2 Minuten, Runde 1. Naja, und ich habe noch einen Tipp. Wenn ihr alleine zum Beispiel jetzt ein 2 vs 1 sein wird, oder ein 3 vs 1, oder 4 vs 1, dann lauft einfach weg in so ein Turnier, weil die haben ja meistens nur so eine Zeit von 2 Minuten. Und dann geht der am nächsten in der Mitte. Das heißt, so könnt ihr richtig leicht dann noch den Sieg abstauben, obwohl die gar nicht gekämpft habe. Guck hier, siehst du, der Kampf endet in 3 Sekunden. Der Spieler, der sich näher am Mittelpunkt befindet, gewinnt. Ja. Der Mittelpunkt ist da unten. Traut sich Team Blau? Nee. Also Team Rot wird gewinnen. Oder, was meinst du? Oder, genau, das wollte ich sagen. Das könnten sie auch machen, aber. Oh komm. Blau, oder rot? Blau, wer wird gewinnen? Rot, blau! Okay, jetzt hier. Okay, wir sind dran. Sicheres Schwert. Gegen Schabo und sein Team. Lol, wir spielen gegen den. Ja, stimmt, machen wir. Nice. Wir spielen gegen den Anführer. Der gibt einen richtig. Jawohl! Komm! Okay, oh, schlecht sieht es nicht aus, aber der rennt halt weg. Genau das, was du gesagt hast, das sollte man nicht machen. Fuck.
Ich dachte gerade, du hast den einen bekommen. Dann jetzt sie auf Distanz halten. Okay. Und immer auf einen raufgehen. Das heißt, okay, wir gehen zusammen nicht, auf einen. Nicht auf Charo. So. Auf Alex. Und ich hab dich wieder geschlagen. Oh shit. Als ob. Alter, komm. Wir haben nicht mal eingekillt. Alter, wie scheiße ist das? Wir müssen jetzt den letzten Kampf gewinnen. Das heißt, ja. Mit dem Bogen. Wegrennen. Einer angelt die ganze Zeit, der andere macht mit dem Bogen. Okay. Die können so gut ausweichen, da müssen wir aufpassen. Ich gebe den Tipp, renn um hier herum, da können wir dich nicht treffen. Doch, die können mich treffen. Das merke ich gerade. Scheiße. Ich glaube, wir sind ausgeschieden. Ja. Oder? Dein Team hat den Kampf gegen Charo verloren. Das müssen wir noch nicht rauslassen von mir. Soweit ich weiß. Guck, das steht doch gar nicht, dass wir draußen sind. Okay. Nee, wir sind noch drinnen. Oder? Nee, ich glaube erst, wenn die Runde vorbei ist. Ja, mein Kind wurde mit einer 4 bewertet. Okay. Da siehst du, steckst du. Das wird gerade so richtig gespannt. Die sind im Spinnnetz drin und die anderen hauen einfach nur auf. Geile Taktik. Ja, das müssen wir auch machen, die einfach ins Spinnnetz locken. Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir draußen sind. Ich warte mal auf 8 bis 4 Uhr jetzt immer. Wir sind, glaube ich, nicht draußen, sonst wird das ja unten so ein Orange stehen. Die Verox. Verox kennen wir nur. Ich hab Verox. Wie Daniel es genannt hat, die deutsche Lexus ist im Dreier. Eine Lexus gerade. Keine Ahnung. Sind wir draußen? Nee, sonst würde das ja auch nicht stehen, aber. Das ist ja wohl gesagt, das Team steckt dort, was ist Vero. Na guck, da gibt es jetzt auch wieder Neues von mir. Da draußen können wir da schon. Ja. Die Aufnahme geht jetzt so bis 6 Minuten oder 7. Ja. Okay, ich spiele Tester gewesen. Und immer. Sollen wir danach mal timoleanische Spiele machen? Nee. Weißt du, was man da macht? Nee. Also, das ist. Das sind über Leuchtfeuer, wenn du darüber läufst, können Items spawnen von Kabel bis zu Diamanten. Da, also nur Erze, das heißt jetzt, du kriegst ein Bier oder. Normales Gold gespawnt. Ja, und da muss man aber überleben gegen die anderen Spieler, die dabei sind. Nee, hab ich nicht so Bock. Okay. Wann sind wir jetzt endlich mal dran? Falls wir noch dran sind, ankommen. Ja. Ich mag das so anzugehen, dass man YouTube schießt. Einmal habe ich mit Streetball saßen in der Lobby rum, haben gewartet, Streetball geschrieben, ja, mein Bruder hat so 3 Millionen Abos. Und ich so, yeah, ich habe 3 Millionen Abos. Dann habe ich gesagt, ja, okay, warte, ich bin gleich wieder da. Ah ja. Leute, und da habe ich auch gesagt, ja, ich habe unter jedem meiner eine Billion gegeben. Okay, das würde ich sagen. Das war es jetzt von der Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und tschüss.